you're back in control. Force them to surrender. Take what is ours. Restore no end. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tabletop TV. Ja, heute basteln wir eine kleine Nasspalette und ich erkläre euch auch, wozu sie dient. Okay, zuerst nehmen wir unseren Deckel oder was es ist, Unterlage und messen wie breit das Ganze ist. Etwas kleiner messen als ist, also ich habe jetzt etwa 9,5. Das heißt, wir nehmen jetzt den Zirkel und unser Nasstuch oder was ist, ne, nicht Nasstuch, Küchenpapier beispielsweise. Das wäre eine Möglichkeit. Oder so ein Allzwecktuch, das saugfähig ist. Ich nehme jetzt so eins, weil es Taschentuch ist. So, Küchenpapier ist etwas komisch. Ja. Gut, dann müsst ihr einfach die Hälfte von eurem Durchmesser nehmen. Sind bei mir jetzt etwas weniger als 4,5. So. Und dann macht ihr einfach einen Kreis. Je nach Unterlage klappt das besser oder nicht. So, jetzt erkennt man knapp, wo das durchgeht. Schneidet man das einfach aus. Muss nicht ganz perfekt ausgeschnitten sein. So. Jetzt könnt ihr schnell schauen, ob das passt. Hat jetzt sogar etwas größer sein dürfen. Das macht nichts. Da kann man auch abschneiden. Und das auch noch reintun, damit es nicht so rutscht. So. Gut. Dann nehmt ihr Backpapier. Und macht mit derselben Einstellung, Zirkeleinstellung oder etwas größer jetzt bei mir, auch ein Kreis. Und schneidet den dann aus.
So. Jetzt könnt ihr das nehmen. Und jetzt müsst ihr das etwas reinquetschen. Ich habe jetzt so einen Deckel, der hat. Ja, wo man es wie drunter schieben kann, ist natürlich praktisch. Wenn es jetzt etwas zu groß macht, nichts. Dann schneidet ihr einfach noch ein wenig ab. Wie gesagt, es muss nicht das Schönste sein. Eigentlich ist sie jetzt schon fast fertig, unsere Nasspalette. Jetzt rutscht das nicht mehr so umher. Jetzt müsst ihr jedoch vor dem Malen einfach dieses Tuch oder das Küchenpapier ein wenig anfeuchten. Also könnt ihr es schon nass machen, aber es sollte nicht triefend nass sein. Ja. Dann Backpapier drauflegen. Könnt euch da auch ein paar Mal die Form ausschneiden und die dann so aufbewahren. Und dann könnt ihr anfangen zu malen. Und dann nehmt ihr einfach Farbe aus dem Topf. Gebt ihr hier drauf mit dem Pinsel und schließt das Töpfchen. Es gibt ja auch von einer anderen Marke solche Farben. Und die sind eben wirklich dazu da, die auf eine Palette zu geben und dann erst zu gebrauchen. Also kann ich schnell öffnen. So kann man mit dem Pinsel nicht rein, sondern einfach, wenn ich drauf gebe, dann kann man damit gut malen. Was da ein Vorteil ist, es ist mehr Farbe und es ist billiger. Ja, jetzt, was bringt einem diese Nasspalette? Die Feuchtigkeit im Tuch wird leicht, also das Backpapier ist ja leicht feuchtigkeitsdurchlässig, also es saugt es nicht auf, lässt die Feuchtigkeit aber ein wenig durch. Und das sorgt einfach dafür, dass die Farbe viel weniger schnell austrocknet und ihr damit bessere Farbe habt eigentlich. Und ja, also es gibt sowas auch zu kaufen, Turel hat das mal erwähnt. Ja, aber selber gebastelt ist immer noch am schönsten eigentlich, finde ich. So, das war's von mir gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.